Moin. Pancakes sind zum Frühstück echt das Geilste, aber da fällt mir wieder ein. In Ostdeutschland nennt man die Eierkuchen, im Westdeutschland Pfannkuchen. Und bei uns heißen die Pfannkuchen, die im Westen Pfannkuchen heißen. Nee, bei uns heißen die Pfannkuchen, die bei euch Berliner heißen. Relativ komisch im Unterwelt. Aber jedenfalls schmeckt mega geil. Und zwar geht's heute nochmal mit dem Motorrad zum viertgrößten Wasserfall in Indien. Hit it! Na, das nenne ich doch mal eine Schlange zum Anstehen hier, ey. Im Falle von Feuer einfach einen Eimer nehmen. Funktioniert. 9 von 10. Für die, die es interessiert, der Liter kostet 70 Rupie, also knapp 1 Euro. Kurzer Break, wir sind schon die Hälfte vom ganzen Weg, zumindest soweit schon gefahren. Doch nicht ganz, ich glaube 60 Kilometer von 70, aber das wird noch. Zu einem kurzen Break sind wir gerade mal angekommen. Es ist teilweise echt extrem, was da auf den Straßen rumfährt. Und so viele LKWs habe ich echt auch noch nie zuvor in meinem Leben gesehen auf einmal. Aber hier an der Haltestelle schön zu sehen. Without operation. Ayurveda, Medizin, bla bla bla. Secret sexual diseases, high diabetes, loss of sperm count, kidney stone, also hier Nierensteine. Die können einfach alles machen, Dude. Alles. Aber wir haben jetzt auch schon ca. 60 Kilometer geschafft und 11 Kilometer sind es noch. Und dann gibt es hoffentlich einen schönen Wasserfall. Okay, wir sind zwar jetzt halbwegs an dem Wasserfall angekommen oder zumindest 11 Kilometer davor. Und wie es scheint, ist es hier ein Nationalpark und du kommst aber nur mit so einem Jeep rein, weil das so eine Wasserdurchführung ist. Und wir haben jetzt das Problem, wir sind jetzt 3 Stunden bisher gefahren knapp. Dann müssten wir jetzt einen Jeep nehmen, der 40 Minuten hinfährt, dann ist 90 Minuten Aufenthalt, 40 Minuten wieder zurück. Geld ist jetzt mal abgesehen davon, aber und dann müssen wir 3 Stunden wieder zurückfahren und dann hätten wir es gegen 20 Uhr, weil jetzt, keine Ahnung wie spät wir es jetzt gerade haben, gegen um 2. Und das macht es gerade extrem kompliziert, dass wir das wirklich machen. Also ich glaube, wir fahren eher wieder zurück, gucken uns vielleicht irgendwas auf dem Weg noch an. Anstatt komplett im Dunkeln dann zurückzufahren, weil ab 18 Uhr wird es duster und mit diesen kleinen Kerzenlichtern, die wir vorne im Motorrad drin haben, auf den Straßen unbeleuchtet. Das könnte echt ein Risiko werden. Ja, also besser man informiert sich vorher, wie die Sachen aussehen. Aber ich finde es auch scheiße, es ist ein riesiges Gemache hier. Alles kostet extra. Du musst eine Schwimmweste mitnehmen, Kamera kostet extra, dann das Auto kostet irgendwie nochmal 400 Rupie und ja, es ist. Man hätte es fast wissen müssen. Okay, wir schauen mal, was wir machen. Also wenn man hier sieht, wie viele Tische für dieses Catering hier da sind,
Blödsinn. Weißt du, was das für ein Tourismusort eigentlich ist mit diesen Wasserfällen? Das Ding ist alles voll hier. Bloß wir sind halt off-season, deswegen passiert jetzt gerade nichts. Ja, und daher, dass es leer ist, weißt du, es ist off-season. Und es ist eine riesige Tourismusfalle. Kann ich gleich mal gucken, wie viel Dreck ich überhaupt aufgenommen habe von den ganzen LKWs. Alter Schwede. Das sieht vielleicht jetzt nicht so aus, weil es zu hell ist, aber reicht als Kriegsbemalung. Und so trage ich meine Foundation immer auf und die ist voll schön und dann lasse ich die immer kurz einwirken, damit ganz einfach die Abgase von den LKWs, die irgendwann 1980 gebaut worden sind, besser einfach an der Haut haften bleiben. Wirkt Wunder, ihr bekommt so einen super gleichmäßigen Tang. Oh fuck. Das ist rot hier, ja, ne? Okay, gut, wir fahren. Hey. No, water full. Ah? No, water full. Eine der gefährlichsten Straßen der Welt gerade war. Manchmal, ich dachte mir gerade, mit dem Wasserfall, ja, das ist halt so eine Sache. Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Aber dann mit der Straße, weil wir den Wasserfall halt nicht gesehen haben. Aber mit der Straße, da ist schon irgendwie der Weg, das Ziel so krass, ist so pervers, ey. Ich hab's noch nicht erlebt, ey. So krank, ey. Dann hätte ich auch das Wind nicht mehr aus der Küche raus, ey. Fuck, ey, das war echt. Absolut gerechtfertigt, ey. Der schlimmste Scheiß ever ist gerade passiert. Und zwar sind wir gerade mit der Drohne geflogen, schön übers Reichsfeld drüber. Und auf einmal war irgendwo ein Kabel, was das Obstacle Avoidance nicht erkannt hat. Damit ist sie ins Schlatterdirks gekommen, ist abgestürzt, ca. 270 Meter von hier im Reichsfeld drin. Alter Schwede, ich bin komplett durch. Die ersten zwei Schritte hat es mir gleich erstmal die Flipflops ausgezogen, weil da alles voller Wasser ist und alles voller Sumpf und Heim. Ich habe keine Ahnung, was da gerade alles noch drin war. Wie lange war ich denn weg? Eine halbe Stunde hier durchs Watt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das gerade durch das knietiefe Zeug, also mir hat es komplett die Reißbeine, die ganze Knie aufgeschnitten. Dann noch barfuß durch den ganzen Scheiß. Fuck, ey, aber ich hab die Drohne zurück, das ist... Ach, scheiße. Ich hab keine Ahnung, ob sie noch funktioniert, das probiere ich dann mal aus. Aber sie war zumindest nicht im Wasser. Alter Schwede, ich bin so durch. Ey, das springt so an, ja, scheiße.
Okay, wir packen erstmal zusammen und fahren zurück, ey. Scheiße. Fuck. Und wie sehr das Ganze wahrscheinlich gleich brennen wird. Aber ich hoffe, ich bekomme es ein bisschen sauber im Salzwasser. Und ich hoffe, das brennt jetzt nicht so sehr, wie ich denke, dass es brennen wird. Durch das Salzwasser auf offene Wunden plus Sonnenbrand. Und dann kümmere ich mich erstmal um die Drohne und... Es geht erstaunlich. Oh, fuck! Ah, ah nee, es geht doch nicht! Wie ah, der schon mal Salzwasser in eine offene Wunde hatte. Oh, fuck, das sieht so weh. Oh, oh, ey, das brennt so extrem. Okay, fresh geschauert. Meine Hose habe ich gerade schon in die Reinigung gebracht. Was jetzt bloß natürlich aussteht, ist, wie es mit der Drohne aussieht. Das Tablet sieht komplett auch versifft aus, weil ich das damit halt durch diesen ganzen Sumpf, das ganze Reisfeld gerannt bin. Ich werde das Zeug mal fix sauber machen und dann muss ich die Mavic ausprobieren, ob die hoffentlich noch funktioniert hier. Das Gute ist, ich habe das wirklich nur gefunden, dann übers GPS, also wo die letzte Position dann war. Und die Drohne hat das halt immer noch gesendet, weil sie noch an war. Was ich mir aber gewünscht hätte von DJI, wäre so eine akustische Signalfunktion, dass man das einstellen kann und damit die Drohne einfach, wenn man schon in der Nähe ist, dass man sie eher hört. Ich meine, die piept und macht da sonst was alles. Dann wäre das ja wohl das Wenigste gewesen. Dabei habe ich halt gleich meine Flipflops verloren, der erste Schritt gemacht, zack, in den Matsch dort rein. Den einen habe ich gleich verloren, der andere ist halt dann an der Seite da gerissen, wo ich den Fuß wieder rausgenommen habe. Das war so ein Sog drin. Okay, Ding ist an hier. Zumindest bewegen sie sich noch. Und was sagt jetzt der Gimbal hier? Soweit hat das ganze Ding jetzt funktioniert, diese ersten Tests. Ich nehme es bloß noch mal kurz auf einen kurzen Testflug und zu gucken, bloß ein Stück über den Strand, dann bin ich glücklich. Okay, nochmal der zweite Jungfernflug in der Hoffnung, dass es jetzt wirklich funktioniert. Also funktioniert offenbar immer noch sehr, sehr geil und ja, das erste war die gefährlichste Straße, dann die geilste Straße. Das mit der Mavic hätte nicht sein müssen und damit war es das für heute. Ciao.